Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wer Pflege braucht, muss gut gepflegt werden. Und in Deutschland gibt es 2,9 Millionen Pflegebedürftige. 1,4 Millionen werden durch die Familie gepflegt. Das muss auch mal gesagt werden. Aber 1,5 Millionen mindestens, manche werden durch Familie und Pflegedienste gepflegt, mindestens 1,5 Millionen werden von denjenigen gepflegt, die in der Altenpflege unterwegs sind. Und auch wenn die Zahlen sich in den letzten Jahren gesteigert haben, wir haben im Moment gut 750.000 Pflegefachkräfte in Deutschland. Das ist eine Steigerung in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren um 74%. Aber es reicht noch nicht. Und es ist ganz klar, wir sind uns alle darüber einig, es sind zu wenige, wir brauchen mehr. Und erst recht für die Zukunft, muss man das sagen, denn die Zahl der Pflegebedürftigen, sie wird sich weiter erhöhen. Die Prognosen sagen, bis 2050 fast verdoppeln. Wir arbeiten dafür, dass diejenigen, die Pflege brauchen, gut gepflegt werden. Und dafür ist die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe ein ganz wichtiger Schritt. Wir brauchen Fachkräfte, die sich kümmern. Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte. Und das Pflegeberufegesetz ist dafür die Voraussetzung. Wir modernisieren die Pflegeausbildung und gestalten sie attraktiver. Wir schaffen, und das hätte eigentlich auch schon früher passieren können, wir schaffen das Schulgeld ab. Es ist endlich, dieser überfällige Schritt wird gemacht. Und nicht nur die Abschaffung des Schulgeldes, sondern auch wirklich die Garantie für eine Ausbildungsvergütung. Das wird vielen jungen Leuten den Schritt erleichtern, diese Berufswahl auch zu treffen. Und niemand soll sich mehr fragen müssen, ob er es sich leisten kann, diesen Beruf zu lernen. Eine moderne Pflegeausbildung bedeutet auf jeden Fall Ausbildung, in der die Pflege älterer Menschen eine hohe Bedeutung hat, weil es einfach auch immer mehr ältere Menschen gibt. Und die Verordnung zeigt, wie anspruchsvoll die Pflegeberufe sind. Wenn man sich ansieht, wie künftig Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner Prävention mitdenken, wie sie den Erhalt der Selbstständigkeit der älteren Menschen im Blick behalten müssen, für diejenigen, die sie pflegen. Sie müssen in kritischen und krisenhaften Pflegesituationen eigenständig umsetzen können, was zu tun ist. Sie müssen ärztliche Anordnungen befolgen, aber auch für die Situation richtig auslegen und umsetzen. Das kann nicht jeder. Dafür muss vorbereitet werden, das muss gelernt werden. Und erst dann werden junge Leute richtig gut darin. Und wir wollen, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ein großer Anteil wird für die Dinge, die weitergehen in der konzertierten Aktion Pflege. Wir haben gemeinsam mit Jens Spahn und Hubertus Heil uns auf einen Schwur geeinigt, nämlich zusammenzuarbeiten, unseren Job gemeinsam zu machen. Diese Aufgabe, die wird nur gut zu leisten sein, wenn die drei Ministerien zusammenarbeiten an dieser Stelle. Wir wollen, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ein erster Schritt ist für die konzertierte Aktion Pflege. Und es muss weitergehen mit attraktiver Ausbildung, mit der Unterstützung der Pflegeschulen, mit den Möglichkeiten für Umschulung und auch mit den Möglichkeiten dann für attraktive Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen eine bessere Bezahlung. Und wir werden nächste Woche damit starten. Und es geht darum, dass wir zusammenarbeiten und dass wir aber auch es schaffen, dass es einen Imagewandel gibt für den Pflegeberuf. Ich bin letztens an der Pflegeschule gewesen. Mir haben die Pflegekräfte gesagt, sie wünschen sich vor allen Dingen mehr Zeit. Aber sie wünschen sich auch, dass es wieder cool ist, Pflegefachkraft zu sein. Und dafür müssen wir sorgen. Durch mehr Anerkennung, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, eine moderne Ausbildung, damit diejenigen, die sich um die anderen kümmern, auch das Gefühl haben, dass sich jemand um sie kümmert und dass sie einen Beruf haben, der gewertschätzt und anerkannt wird. Und dafür ist diese Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ein wichtiger Grundstein. Ich hoffe sehr, dass Sie uns unterstützen werden dabei. Vielen Dank.